Es ist groß gedacht und wird auch groß. Noch ist es eine Baustelle, aber ab Januar soll es ein Kulturprojekt der Superlative sein. Das Bergson bildet ganz viele Bereiche ab und wir betreiben diese Bereiche alle selber. Das ist die Musik, das ist die bildende Kunst, das sind Wortformate, das ist aber natürlich auch die Gastronomie vom Biergarten bis zum Restaurant. Auf 15.000 Quadratmetern Fläche entsteht das Kunstkraftwerk Bergson. Viel Platz für so einige Highlights. Wir haben einmal im Atrium, im Bestandsgebäude, 4 sogenannte Kohlesilos. Das sind Betonkuben ohne Tageslicht, die ein sehr, sehr besonderes Setting bilden. Die größte Galeriefläche ganz Deutschlands für zeitgenössische bildende Kunst, die sicher ein absolutes Highlight ist. Und wir haben einen hochmodernen Konzertsaal. In 186 Tagen soll das Bergson eröffnen. Bis dahin gibt es eine Übergangslösung in prominenter Lage. Es wird in der Münchner Innenstadt, im absoluten Zentrum, am Marienplatz, im alten Rathaus, ein Mini-Bergson geben. Ab Mitte Juli eröffnet dort auf den Flächen des ehemaligen Sport Münzingers das Bergson Pop-Up. Und dort werden wir einen kleinen Ausblick geben. Das gesamte Projekt ist eigenfinanziert. Für Kultur, Kunstinteressierte und Neugierige ein neues Zentrum und für München eine Bereicherung.